Also wir haben ja in unserem Buch das versucht ein bisschen zu strukturieren und wir haben ein Modell entwickelt, das nennt sich Spirit, Hand, Herz, Kopf. In dieser Reihenfolge, also der Kopf am Schluss, in der Schule kommt der Kopf zuerst. Genau. Und darin ist auch enthalten, ohne Spirit läuft gar nichts. Und wenn der Spirit da ist, dann musst du dir keine Sorgen machen. Hallo liebe Freunde zu Ungeschnitten. Diesmal sind wir hier wieder in der Schweiz und ja, mit einem schönen Background. Und ja, wir haben wieder eine ganz besondere Geschichte und deswegen würde ich euch beide mal bitten, euch vorzustellen. Genau, die Dame natürlich erst. Ja, also wir sind die Gantenbeins aus der Schweiz und ich bin ursprünglich mal Primarlehrerin gewesen und habe da viel Einblicke bekommen in das Schulsystem, habe dann im fünften Jahr, als ich unterrichtete, gemerkt, jetzt ist Zeit für eine Veränderung. Ich habe den Bruno schon gekannt und ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung. Ich wusste einfach, ich will aus dem Schulsystem raus, weil es hat mich so geschmerzt, die Kinder zu sehen, die kommen in so viel Einzigartigkeit und mit so viel Freude auf die Schule. Ich habe die Kleinen unterrichtet und zu sehen, dass die da alle das Gleiche machen dürfen, auch wenn man individualisierten Unterricht gemacht hat und ganz viel versucht hat, auf jedes Einzelne einzugehen. Letztendlich musste man doch immer den Lehrplan durcharbeiten. Alle Schüler mussten doch die gleichen Lehrziele erfüllen. Und ich konnte diese Einzigartigkeit, die in den Kindern steckte, viel zu wenig fördern, auf diese Einzigartigkeit viel zu wenig eingehen. Und ich habe dann gekündigt und eine Woche später merkte ich, ich bin schwanger und dann war wie meine neue Aufgabe klar. Also ich wusste dann, jetzt zählt mal die Schwangerschaft, Geburt und dann möchte ich für das Kind da sein. Warum wir ja hier sind, ist wegen Unschooling, nennt sich das glaube ich in der Schweiz, ne? War jetzt ein neuer Begriff, den ich so noch nicht gehört habe. Das heißt also, ihr habt alle Kinder nicht in die Schule geschickt. Genau. Also was da spannend ist, wir wussten auch lange nicht, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Okay. Dass es überhaupt sowas gibt wie Unschooling. Mhm. Das war auch so ein Weg, wo wir merkten, jetzt ist das Baby da. Wir haben dann plötzlich ganz viel gelesen. Es ging um das Wahren oder das Respektieren der Lebensprozesse. Und uns wurde bewusst, wenn wir das Kind in die Schule schicken, dann ist das wie vorbei. Und ja, so haben wir uns immer weiterentwickelt. Also die Sarah, unsere älteste Tochter, war 2, als uns klar war, wir gehen einen anderen Weg. Unser Kind geht in gar keine Schule. Wir waren innerhalb dieser beiden Jahre schon alle alternativen Schulen besuchen gehen, die Kinder nach dem Prinzip des selbstbestimmten Lernens entfalten ließen und waren auch fasziniert. Und doch merkten wir, das ist nicht unser Weg. Okay. Und die Vision war eigentlich, wir verknüpfen und vernetzen uns mit anderen gleichgesinnten Eltern, merkten dann aber sehr bald, diese gibt es nicht. Also waren wir allein und erst später merkten wir plötzlich, boah, das hat einen Namen, das, was wir machen, das ist Unschooling, in Amerika weit verbreitet, also ein ganz, ganz großer Unterschied auch zu Homeschooling. Okay. Magst du auch noch dich kurz vorstellen? Ja, genau. Du hast wahrscheinlich also, ähnlich, ein schöner Name übrigens. Ja, genau, ich bin der Bruno, ich gehöre auch zur Familie. Ich war ursprünglich Softwareentwickler, ich komme aus dem IT-Business, bin heute Unternehmensberater, habe auch ein Ergänzungsstudium gemacht in neuer Lernkultur. Und da ging es eigentlich auch darum, dass das nicht vorgegebene Lerninhalte da reingestopft werden, sondern wir haben unser Studium selber entwickelt. Das war ein ganz spannender Ansatz und ich bin schon seit den 90er Jahren auf diesem Feld so philosophisch tätig. Nicht direktive Erziehung hieß es damals. Das war eine Deutsche, die Rebecca Wild. Und
aber ich hatte keine Kinder. Die kamen dann erst mit Doris zusammen. Wir haben uns 1999 kennengelernt. Das Besondere ist ja, es scheint in der Schweiz erlaubt zu sein, oder? Eigentlich nein. Eigentlich nein. Also das eigentlich kann man auch noch weglassen. Nein, okay. Nein. Okay, aber also, also in Deutschland hätte das fatale Konsequenzen. Genau. Wie sieht das hier aus? Es ist so, in der Schweiz ist zumindest Homeschooling in gewissen Kantonen erlaubt. Sie nennen es aber nicht Homeschooling. Es läuft unter häuslichem Unterricht oder Bildung zu Hause. Da hat auch jeder Kanton seine eigenen Namen dafür. Wenn man mit Unschooling zu den Behörden geht, das ist ein rotes Tuch. Okay, was passiert dann? Die erklären einem ziemlich klar, dass dies nicht möglich ist. Okay. Ja, und wir haben das aber anders angestellt als der Bruno. Damals, der hat ein, ja, wie viele Seiten waren das? Einfach ein Konzept geschrieben. Richtig wie eine langes. Schule. Ja, und habe einen Antrag gestellt für 3 Kinder, für die ganze Schulzeit. Und dann haben wir dann gelernt, ja, wir müssen für jedes Kind einen Antrag stellen und der Antrag wird nur ein Jahr bewilligt pro Kind. Und, aber wir hatten eine gebildete Behörde hier, die diesen Ansatz irgendwie schon kannte. Hier in der Region? Hier im Appenzell Ausserrhoden. Okay. Mhm. Das ist ein eigener Kanton, ist sehr liberal und in der Schweiz ist es ja so, wir haben so ein Ost-West-Gefälle. Also die Ostschweiz, die funktioniert schon fast preußisch wie die Deutschen und die Westschweiz ist viel freier diesbezüglich. Okay. Aber Appenzell-Ausserrhoden ist eine Ausnahme, ist ein liberaler Kanton. Also nach meiner Information ist Unschooling eigentlich nur in Frankreich möglich. Ich glaube, da gibt es keine Schulpflicht. Ich glaube, sonst in ganz Europa. Wäre sowas eigentlich auch in Deutschland möglich gewesen? Also wir kennen ja Unschooler in Deutschland. Ich glaube, es hat mehr Unschooler in Deutschland als in der Schweiz. Ach so. Ja, im Untergrund. Okay, im Untergrund. Das heißt also versteckt, die Kinder sind versteckt, oder? Nö, also die haben sich arrangiert mit den Behörden. Okay, weil ich habe genau das Gegenteil eigentlich gehört. Mhm. Zum Beispiel in Italien hat das ganz andere Gründe, warum die Kinder nicht in die Schule schicken. In Italien gibt es eine Impfpflicht und wir werden das auch noch besuchen und auch noch dokumentieren. In Italien ist es scheinbar so, dass ganz viele italienische Familien in der Toskana ihre Kinder verstecken vor den Behörden, damit sie nicht in das Schulsystem kommen, weil das Schulsystem ist dann sozusagen der Punkt, wo dann die Kinder geimpft werden. Ja, genau. Das, in Deutschland kennen wir wirklich auch viele Familien, die verstecken die Kinder schon. Also die melden die Kinder, darf ich das sagen vor der Kamera? Natürlich. Die finden halt Wege, wie sie die Kinder wie die Kinder nicht bei der Behörde registriert sind. Mhm. Und dann müssen die aber schon schauen, dass diese Kinder halt nicht draußen sind zu Schulzeiten. Mhm. Weil am meisten werden die verklagt von Nachbarn oder den Verwandten. Das sehen wir jetzt tatsächlich auch in der Corona-Krise. Was da an Denunziantentum unterwegs ist, das ist unglaublich. Also es ist wirklich, also ich hätte das auch nie gedacht, dass das bei so jungen Leuten passiert. Aber gerade bei vielen jungen Leuten ist ein unglaubliches Denunziantentum und auch Mitmachpotenzial da. Also vor allen Dingen auch die Regeln sogar noch strenger zu machen als, also wer hier einen Laden hat, kann ja selber entscheiden, wie er das macht. Also vor manchen Läden steht dann nur einzeln eintreten, obwohl da ein riesen Laden ist. Mhm. Also es ist wirklich schon krass. Also da muss man wirklich sagen, also das ist auch so typisch deutsch. Inwieweit wird denn das in der Schweiz gut aufgenommen mit diesem Unschooling? Gibt es da Presse, gibt es da Interesse dran, wie das Ganze auch bei den Kindern halt ankommt? Also ich sehe es so, wir sind eigentlich berühmt geworden, als wir den Namen gewechselt haben. Wir haben uns früher Pro Lernen genannt und dann haben wir den gewechselt zu Unschooling und Unschooler. Und dann wurden wir fast überschwemmt. Also das Interesse wurde so groß. Und eben nicht, weil wir das so gut machen und weil wir so gut sind, sondern weil alle mit dem Schulsystem so unzufrieden sind. Und dann suchen sie da, überall suchen sie die Pflänzchen, wo allenfalls eine Antwort auf die Unzufriedenheit da ist. Was hat euch so extrem an diesem Schulsystem
gestört? Also was waren wirklich so diese Eckpfeiler, wo ihr gesagt habt, das geht gar nicht und wir müssen wirklich etwas verändern? Da müsste ich ausholen. Ich bin ein kleiner Philosophe noch. Ich versuche nach der integralen Philosophie zu leben. Und nach Ken Wilber, oder? Nach Ken Wilber und John Gebser. Wir haben einen Schweizer Philosophen hier. Und mir war ganz früh klar, dass eigentlich das Schulsystem eine politische Agenda im Hintergrund ist und versucht eigentlich, die Leute ins System einzufädeln, nach oben und unten. Und das Oben und Unten, es war vorher schon klar, bevor sie in die Schule gehen, also die Reichen und die Gebildeten, die sind am Schluss wieder oben und die anderen sind wieder unten. Und mein Prinzip war das, dass eigentlich die Entwicklung nach oben offen ist und die Gesellschaft zwingt uns in eine Ebene rein und bindet uns dort und macht uns nicht frei. Und das war eigentlich das Grundprinzip dahinter. Und wir wollten freie Menschen begleiten. Ja? Ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, kein einfaches Leben, was ihr euren Kindern dann zumutet, wenn sie wirklich frei sind. Ne? Also es ist ja auch sehr schwierig. Also man hat ja mit extrem vielen anderen Problemen, glaube ich, zu kämpfen, oder? Weil man ist ja immer ein Außenseiter. Ne? Also ja, das ist man dann natürlich schon, aber weil wir das nicht gemacht haben, sondern weil wir das sind, ja, ist das kein Problem. Also ich kann das vielleicht aus meiner Lebensgeschichte, also ich bin so ein typisches Kind, was in der Schule komplett durch alle Raster gefallen ist. Mhm. Und ich glaube, ich konnte das nur wegschalten, weil ich in der Fantasie leben konnte. Und für mich war das Schulsystem auch komplett eine Katastrophe und für mich war es aber so, dass ich alles autodidaktisch erreicht habe, was ich mir visuell vorgestellt habe. Ich habe eine große Agentur gehabt mit 27 Leuten, 10 Jahre, die ich geführt habe. Also ich in der Fotografie habe ich mir eigentlich alle Träume erfüllt und auch jetzt mit diesen Projekten sind wieder neue Ideen und autodidaktische Geschichten dazugekommen. Auch genauso wie mein Team übrigens. Mhm. Wir sind also wirklich durch und durch Schulabbrecher und Autodidakten. Genau, und haben natürlich bestimmte Lücken, das muss man ganz klar sagen, aber die Kraft der intuitiven Gabe, ist das bei euren Kindern ähnlich? Also ich würde sagen, die funktionieren schon von innen raus. Mhm. Und wenn die was haben, das sie fasziniert, dann mit Hautental. Also die tauchen wirklich so tief rein, dass man manchmal denkt, wow, wirklich so tief. Da gibt es manchmal also nichts intuitiv anderes. Also intuitiv tief, also dass man wirklich sagt, dass es kommt. Es kommt von innen. Vom Herzen. Ja, genau, es kommt dann von innen. Genau, weil das Schulprinzip ist ja, man stülpt von außen auf die Kinder. Und das war immer so unsere Vision, die Kinder lernen von innen raus. Also sie bestimmen, wann der Zeitpunkt ist zum Lesen lernen, Schreiben. Das ist auch viel mehr ein Spiel. Also das war nie eine Herausforderung. Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass einfach die Umgebung stimmt. Dass man den Kindern wirklich eine inspirierende, entspannte und ganzheitliche Umgebung zur Verfügung stellt, die immer wieder mitwächst. Es ist nie fertig, bis heute nicht. Also das wächst und die Zeit, die kommt da uns sehr, sehr entgegen. Also mit den modernen Technologien und allem, da braucht es manchmal ein paar Klicks. Man hat Informationen, kann wieder was umsetzen. Das ist schon genial. Wie sah denn jetzt zum Beispiel so ein Tagesablauf aus von den Kindern? Also als sie jetzt zum Beispiel in die Schule kam, also in eure Schule des Lebens, wann fing das an? Oder war das ein fließender Übergang? Haben die spät gestartet, haben die früh gestartet? Oder? Mit was gestartet? Ja, mit allem. Also mit Aufnehmen, mit Wollen, mit Lernen wollen, mit Sprachen lernen. Das ist ja gerade das Spannende. Das beginnt mit der Geburt. Das beginnt nicht mit 6, da geht man zur Schule. Also wir haben das auch nie zelebriert. Jetzt wäre dein erster Schultag oder so. Ich weiß, das machen ganz viele Homeschooler, auch Unschooler sogar, die zelebrieren das. Und das
hat bei uns einfach nie gepasst, weil wir nie in diesen Kategorien gedacht haben. Mhm. Wir haben auch nie in Schulklassen gedacht. Die Leute fragten immer, in welcher Klasse bist du denn? Und wir mussten immer überlegen, ja, in welcher Klasse wären sie überhaupt? Wir haben nie so gedacht. Auch wir haben nie gedacht, ja, jetzt wäre Zeit zum Lesen lernen oder Rechnen. Das geschieht spielerisch. Also die sind nie hingesessen und haben jetzt irgendwie in den Schulbüchern gewisse Dinge gemacht, sondern die haben gespielt und noch einmal gespielt. Einfach gespielt. Das ist eigentlich das Beste, was einem Kind eigentlich passieren kann. Genau. Man hat ja mal irgendwo so Studien, oder es gibt ja sehr viele Studien, wo eigentlich auch bewiesen wird, dass also Kinder im Alter von 3, 4 Jahren alles Genies sind. Und dieser Genie in den Kindern bis zum 20. Lebensjahr eigentlich praktisch völlig verschwunden ist. Es sind nur ganz wenige übrig geblieben. Und wie ist das bei euren Kindern? Sind es noch Genies? Ich habe jetzt ein Mädel gesehen, die war, glaube ich, so bestimmt um die 20. Mhm. Ist die noch ein Genie? Also hat die noch dieses unglaubliche Talent, was man, ich würde es einfach Talent nennen, was man mit 3, 4, 5 und vielleicht auch noch mit 6 hat? Also Genie würde ich jetzt nicht sagen. Mir gefällt das auch nicht so, dieses Wort. Das tönt dann schon sehr elitär oder so, aber sie haben Tatendrang und möchten dauernd irgendetwas konstruieren, etwas bauen, etwas machen, schaffen. Und eben, sie sind normale Menschen, einfach ohne Schulrucksack. Das ist eigentlich der Unterschied. Und ich möchte das nicht so unterscheiden wollen. Aber es sind ja Voraussetzungen da. Ne? Es gibt ja, also das spürt man ja als Kind, ist das ja zumindest bei den meisten Menschen so, dass eigentlich so die stärkste Lernkurve so zwischen 3 und 6 ist. Mhm. Ist diese, und das vielleicht, um das nochmal konkreter zu fragen, ist diese Lernkurve unterbrochen durch die Schule? Was ich einfach glaube, dass uns nämlich das autodidaktische Lernen, diese unglaubliche Energie, etwas Tolles zu machen, dass die uns sozusagen genommen wird und wir dann eigentlich zwar Wissen, mit Wissen gefüttert werden, aber nicht mit Fähigkeiten. Mhm. Sie wird eben nicht nur durch die Schule unterbrochen, sie wird durch die Erziehung unterbrochen. Okay. Sie wird schon mit der Geburt unterbrochen. Wenn wir unsere Spitäler anschauen, wie da die Kinder auf die Welt kommen und so. Wir haben 3 Hausgeburten gehabt. Im Ernst? Okay. Ja. Ja, das haben wir auch durchgezogen. Wir waren schon Unschooler. Ich weiß noch, beim 3. Kind, als Doris die Wehen hatte, wollte ich die Hebamme rufen. Dann sagt sie mir, ich brauche keine Hebamme. Und dann habe ich ihr gesagt, aber ich brauche eine. Ich glaube, da wäre jeder Mann ganz schnell zur Hebamme gerannt. Nein, aber ich habe ein faszinierendes Beispiel, also die Lernentwicklung beim Jüngsten, beim Nalin. Also wenn wir schauen, wie zum Beispiel unsere europäische Kultur um 1500 die Perspektive entdeckt hat mit der Malerei, also die Dreidimensionalität, dann habe ich beim Nalin entdeckt, dass er mit 9,5 hat er die Perspektive entdeckt beim Malen. Er hat wunderschöne Bilder gemalt. Mhm. Hat auch eine künstlerische Ader, hat er da schon. Und unbeschult. Also das heißt, für mich war dann spannend, der hat eigentlich, was unsere Kultur in den 500 Jahren erarbeitet hat, hat er wie? Ohne Schule, einfach so aufgesogen. Der hat mit 9,5 hat er die Perspektive entdeckt und perspektivisch gemalt. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen auch die Philosophie, hinter der ich einfach auch stehe. Das ist, dass man Dinge sozusagen intuitiv, also alles, was wir haben im Leben, entsteht erstmal intuitiv. Das ist ja den meisten Menschen überhaupt nicht klar. Wir haben sozusagen eine Gabe, Energie und Vision sozusagen zu visualisieren und sie dann sozusagen in den rationalen Prozess, nämlich auch das Aufschreiben oder das Umsetzen, also praktisch dann Aufschreiben, Umsetzen zu bringen. Und so können wir über Generationen sozusagen Form realisieren.
Und die nächste Generation kann das sozusagen weiterentwickeln und kann darauf aufbauen, weil es schon gesehen ist. Also was einmal visualisiert ist und was einmal rational aufgeschrieben ist, ist sozusagen geerdet. Und dann kann man dieses Talent sozusagen oben draufsetzen, indem man durch die Beobachtung dann das mit rübernehmen kann. Also Lernen sozusagen durch Nachmachen. Ist das völlig eigentlich in der Schule verloren gegangen? Also nach meiner Meinung ja, aber wie seht ihr das? Ja, also. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn das Elternhaus stimmt, dann kann auch die Schule nichts kaputt machen. Okay. Also wir sagen ja immer, die Umgebung ist entscheidend, was für eine Umgebung das man hat. Und ein gutes Elternhaus, gute Bezugspersonen von den Kindern, wenn die vorhanden sind, dann kann es die Schule auch nicht kaputt machen. Ist es so, wirklich? Also das ist einfach unser Ansatz. Wir haben das immer so vertreten. Man liest das auch und wir haben auch nach diesem Ansatz haben wir auch immer versucht, eine gute Basis zu sein. Und das schreiben wir ja auch im Buch über das Thema. Und wenn das Kind trotzdem zur Schule geht. Was sind jetzt die Vorteile? Also wenn ihr eure Kinder mal beschreibt, was haben die anderen Kindern vor allem voraus? Ich würde sagen, sie sind keine Kopien geworden. Also sie durften in ihrer Einzigartigkeit bleiben, die ihnen ja angeboren ist, jedem Kind. Und sie durften einfach da eintauchen und dort ihre Stärken entwickeln, die da waren. Sie mussten nicht an Schwächen rumschrauben und halt diese Zeitverschleuderung, die in der Schule geschieht, also die konnten die Zeit voll nutzen für das, was ihnen einfach gefallen hat. Aber jetzt gibt es ja bestimmt doch auch irgendwelche Defizite oder gibt es sie gar nicht? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, es gibt ja Geschichte, es gibt ja Physik, es gibt Mathematik. Wie lernt ein Unschooling-Kind das? Also das wollen mit Sicherheit die meisten wissen. Ich kann es mir eigentlich denken, also, aber... Da musst du mal die Mathematik, die Primarschule Mathematik, genau. Die Geschichte erzählen. Sie haben ja eins jetzt, glaube ich, festgestellt, in Corona können sehr wenige Leute rechnen. Ja, also, da habe ich mich sogar gewundert, wie wenig Leute rechnen können, weil wenn sie nämlich ein bisschen rechnen könnten oder zumindest den Überblick über das Rechnen nicht verloren hätten, dann hätten sie gemerkt, dass diese Corona-Krise doch eigentlich ziemlich merkwürdig aufgestellt ist. Ne? Genau. Ja, spannend war ja, unsere älteste Tochter hatte plötzlich die Idee, sie möchte jetzt den ganzen Mathematikstoff der ersten 6 Schuljahre möchte sie lernen. Und sie war damals, wenn man das in Schuljahren gerechnet hätte, wäre sie vielleicht 7., 8. Oberstufe gewesen. Und wir sagten ja, okay, machen wir. Und dann hat sie wirklich, wir haben da geschaut, welche Themen sind da, wir haben uns hingesetzt. Wir dachten vielleicht ein halbes Jahr, wenn wir jeden Tag ein bisschen dran sind, dann haben die das. Die Olivia wollte dann gleich auch mitmachen. Und dann, es dauerte keinen Monat und das war alles da. Und wir waren also nicht von morgens bis abends, vielleicht 1-2 Stunden und dann mal wieder einen Tag nicht. Also ganz easy, wirklich. Und das hat uns selber auch erstaunt, wie schnell dieser Stoff da ist. Und es zeigte uns auch, dass eben durch das Spielen, Kochen, Backen, dies und jenes, da waren so viele Kenntnisse schon da. Die haben so viel mit Zahlen jongliert und gespielt. Also das ist nicht, dass da einfach nichts ist, aber es ist eigentlich alles da. Also witzigerweise habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe mich selber dem Unschooling halt unterworfen. Ich habe Friseur damals gelernt, und weil ich wollte irgendwas Kreatives machen. Und bin nie zu diesem Blockunterricht gegangen. Ja. Und erst am letzten Tag vor der Prüfung, 2 Tage vorher, habe ich mir den Stoff reingeprügelt und habe mit einer 2 halt abgeschlossen. Ne? Also sogar mit einer 2 im Praktischen. Das Praktische ist ja eigentlich eher so auch das, vielleicht auch um das vielleicht auch unseren Zuschauern mal zu zeigen, ich glaube, das Praktische ist viel, viel wichtiger eigentlich als das Kopfmäßige. Könnt ihr mal beschreiben, wie man wirklich... ja, auch das Praktische viel besser lernt, also wodurch und welche Energie dahinter steckt? Also wir haben ja in unserem Buch das versucht ein bisschen zu strukturieren und wir haben ein Modell entwickelt, das nennt sich Spirit,
Hand, Herz, Kopf. In dieser Reihenfolge. Also der Kopf am Schluss. In der Schule kommt der Kopf zuerst. Genau. Und darin ist auch enthalten, ohne Spirit läuft gar nichts. Und wenn der Spirit da ist, dann musst du dir keine Sorgen machen. Und so haben wir eigentlich versucht, in dieser Ganzheit eigentlich auch die Umgebung immer wieder zu gestalten. Zuerst Hand, irgendwie die Hand, und dann kommt dann Herz, Mitgefühl, Emotion, Beziehung und diese Dinge. Und dann erst am Schluss kommt die Abstraktion über das Erlebte. Also praktische Beispiele, möchtest du so ein praktisches Beispiel, was die so machen? Oh, ich könnte hunderte erzählen, aber ich fange jetzt mal zeitgemäß an. Also der Nalin ist jetzt 14 und wir hatten ein Zimmer, das wir nicht mehr so fleißig gebrauchten. Und er hatte die Idee, weil er klettert, er geht Sportklettern, liebt das, und er möchte sich Kondition aufbauen, dies und jenes. Und er hatte die Idee von einer Business Lounge bei uns im Haus. Und wir wussten einfach nicht, ja wo. Und dann kam er und sagte ganz klar, dieses Zimmer. Er sagt, fragte mir, Papa, wie viel Budget habe ich? Genau. Und das ist ein Zimmer im Keller unten, hat zwar ein Fenster, aber es hat keine schöne Wände. Und er überlegte sich da also, wie können wir das schön machen? Und dann wusste er genau, ich will die Wände verputzen, dann anmalen und wie und was und alles genau. Er hat das alles organisiert von A bis Z, ausgerechnet, wie viele Kübel Verputz, wie viele Kübel Farbe, dies und jenes. Und dann hat er und die Olivia, die haben das ganz alleine gemacht. Eine Kletterwand da reingebaut? Nein, keine Kletterwand, aber einfach das Zimmer schön, ein schönes Zimmer gemacht. Und ein Indoor-Velo hatten wir schon, so einen Home-Trainer. Und er hat dann noch so ein paar Sachen bestellt, an denen er jetzt auch wirklich arbeitet. Und ja, das ist faszinierend. Also er ist da voll eingetaucht. Er hat da wirklich ganz, ganz viel auch gelernt. Oder wenn du da hinten schaust, es hat schrecklich ausgesehen, all die letzten Jahre. Also das ist jetzt vielleicht seit 2-3 Wochen so gepflegt. Auch die Olivia und der Nalin. Ich komme vom Einkaufen mal zurück und die Olivia ist da drüben. Die stechen Rasen aus und beginnen da die Platten schön hinzulegen und Dinge zu setzen. Alles Eigeninitiative, wo sie merken, hey, da hat es Platz und da machen wir jetzt was. Und, also das ist faszinierend. Können wir mal über die Nachteile reden und auch über die Vorteile? Also Nachteile, die ich jetzt vielleicht aus meinem Leben sagen kann, wenn man zum Beispiel nicht studiert hat, dann ist man in bestimmten Netzwerken nicht drin. Das führt man ganz, ganz extrem, zum Beispiel bei Anwälten oder auch bei, wo ja dann auch Jobs und auch Sprachen sozusagen, Anwaltssprachen, dann sich doch so abheben von der Gesellschaft. Ärzte, selbe Beispiel, Sprachen, eigene Sprache. Mhm. Gegen die Patienten eigentlich, die sich so abkapseln, um ihr eigenes Geschäft zu machen, wo auch eine Community zusammenhält. Aber auch in der Künstlerszene gibt es das. Ne? Also auch da gibt es so dieses typische, wenn du keinen Rollkragenpullover anhast. Es gibt da so bestimmte Codes und Wiedererkennungsdinger. Mhm. Ist das vielleicht zum Beispiel einer der negativen Dinge, die dabei rauskommen können, und aber diese Schaffenskraft, also praktisch das Selbstständige, das Positive, also wie seht ihr das? Also wo sind diese zwei Punkte? Also ich würde sagen, vor 50 Jahren wäre das negativ gewesen. Aber wir gehen in eine Zeit rein, wir kommen in eine neue Zeit, wo das nicht mehr so ist. Da braucht es kreative, intelligente, resiliente, empathische Menschen. Und das bringen sie dann alles mit. Also ich würde sagen, das war ja auch einer unserer Grundsätze am Anfang. Die Schule repetiert eine Vergangenheit und nicht eine Zukunft. Sie weiß ja nicht einmal, was die Zukunft ist. Und Olivia, unsere Zweite, die hat Chinesisch gelernt.
Ja, da haben alle gesagt, wieso Chinesisch? Aber das könnte ja die Zukunftssprache werden. Natürlich. Also einfach so, wir wussten nicht, wieso, dass sie Chinesisch gelernt hat. Aber ich würde einfach sagen, in der Zukunft wird das ganz anders sein. Aber bestimmte Jobs sind ja verbaut, ne? Also wenn man jetzt einfach sagt, Medizin nicht möglich, Anwalt nicht das möglich, ist nicht Politik verbaut. Nicht möglich. Ja, ne? Aber was ja spannend ist, unsere älteste Tochter zum Beispiel, die hat plötzlich gesagt, ich möchte die Matura machen, also Abitur in Deutschland. Okay. Und die macht das jetzt ohne Probleme. Das ist ja spannend, oder? Alle anderen, die sind schon 9 oder 10 Jahre zur Schule gegangen, jeden Tag. Und jetzt kommt da eine Anschoolerin und sie hat das dann via Fernstudium begonnen, möchte das jetzt noch in einer Schule beenden. Und das war kein Problem. Das ist ja schon faszinierend. Das heißt also, im Endeffekt verlieren wir eigentlich so diese Energie, um etwas zu schaffen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das große Problem, zumindest würde ich das aus meiner Sicht so sagen, nämlich diese unglaubliche Energie, auch eine Herausforderung einfach anzunehmen und, ja, und sie einfach zu meistern. Ist das durch dieses Trichtern von Stoff und auch das Zensieren und auch das... ja, eigentlich dieser unglaubliche Druck, der dabei entsteht. Mhm. Ist das so? Also, wir sind ja so im Tiefschlaf. Also der Alfred Adler, der berühmte Psychologe, der hat so einen Grundsatz, der sagt, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat nur ein Ziel. Das ist, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und dieser einen Mehrwert zu bringen. Wie funktionieren wir? Wir sind, der Mensch ist von Grund auf faul, dem muss man alles beibringen und so weiter. Wir haben eine komplett verschrobene Meinung von dem Menschen. Und in der Schule wird das eben gekappt. Jetzt könnte man noch sagen, vielleicht sogar bewusst gekappt. Das wäre ja noch verrückt, oder? Will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich merke das einfach. Oder meine Hoffnung ist, dass es vielleicht in 100 oder 200 Jahren vielleicht mal anders ist. Mhm. Dass wir jetzt einfach Avantgarde sind, die etwas voraus machen. Jetzt seid ihr beide so, mein erster Eindruck, du als Lehrerin und du auch als Computerfachmann und auch als Hobbypsychologe, ja auch sehr gebildet. Jetzt könnte man natürlich sagen, funktioniert das auch in jeder Schicht der Gesellschaft oder ist das am Anfang zum Beispiel schwierig, wenn jetzt ein Arbeiter nach Hause kommt und natürlich einen ganz anderen Zugang auch zu seinen Kindern hat? Also glaubt ihr, dass das überall funktioniert oder ist das, kann das auch in einer Verwahrlosung enden? Es kann immer in einer Verwahrlosung enden, auch bei gebildeten Eltern. Das würde ich jetzt so nicht trennen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man das wirklich, wirklich will, diesen Weg gehen und bereit ist zu lernen und mit den Kindern mitzugehen, dann können das alle. Okay. Ja, weil letztlich ist es nicht ein Kopfthema, sondern ein Herzthema. Es kommt auf die Begleitung an und die ist so, so, so wichtig. Aber da hatten Sie natürlich jetzt durch dich natürlich wirklich eine sehr gute Begleitung, die ja auch Lehrerin ist, die mit Kindern Erfahrung hat, die auch Sozialpädagogik wahrscheinlich mit als Fach hatte. Du warst wahrscheinlich auch zu Hause und hast die Kinder betreut und ihr habt dann so das klassische Familienbild auch geprägt. Ne? Genau, wir haben das klassische Modell eigentlich gelebt, ja, was ich aber als Luxus empfinde. Ja. Auch als riesengroßes Geschenk für mich als Frau, als Mutter, wenn man einfach eintauchen darf, sich keine Geldsorgen machen muss, also nicht weil so viel kommt, aber einfach weil man weiß, der Mann kümmert sich darum und es kommt genug. Ich muss jetzt nicht meine Energie auch noch da rein verschwenden. Und ja, ich war zwar Lehrerin, aber ich würde jetzt sagen, in ganz vielen Fällen ist das größte Hindernis, okay, auf dem Unschooling-Weg. Also weil Lehrerin sein ist ein Feigenblatt. Also das Feigenblatt, das man meint, es funktioniert besser. Mhm. Aber das ist, ich glaube,
Es ist auch ein Hindernis. Jetzt ist es ja so, also Eva Herrmann zum Beispiel hat sich ja wegen dieser ganzen Geschichte, sie hat ja mal irgendwo es gewagt, so im deutschen Fernsehen, ja eigentlich auch dieses Frauenbild, dieses alte Frauenbild als doch ein Idealbild darzustellen und ist damit also sehr auf die Nase gefallen in Deutschland. Mhm. Wir haben ja in Deutschland eine ganz andere Kultur, gerade so aus der DDR haben wir sehr viele Frauen, die sehr selbstständig sind, die auch alle sofort wieder in den Job gehen und das alles managen. Daher kommen auch so diese ganzen Kita-Geschichten extrem. Und das, also das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir aus der DDR übernommen haben. Mhm. Glaubst du, dass, du hast gerade gesagt, das ist ein Privileg. Also ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Ich habe keine Kinder, aber ich wollte auch keine Kinder, weil genau das mich eigentlich gestört hat. Weil ich finde, wenn man sich für Kinder entscheidet, dann muss man ihnen auch das geben, nämlich das Wichtigste, das ist die Mutter. Genau. Und ich glaube, anders geht es gar nicht. Ist einfach so. Ja, sie wachsen im Leib der Mutter. Wir gebären sie. Wir haben die Brust, um sie nähren. Das ist einfach naturgegeben. Das ist einfach die erste Zeit, ist die Mutter einfach unersetzlich. Das ist so. Und wie war das jetzt für dich? Ich meine, mit Karriere und diese ganzen Wünsche. Das sind ja dann, in komischer Weise kollidiert das ja in Deutschland. Und es ist einfach wirklich so, dass die Frau eigentlich, oder es wird immer so dargestellt, dass die Frau keine Karriere machen kann und dann einfach nur hinterm Herd ist und die Familie macht. Du sagst jetzt das komplette Gegenteil. Warum glaubst du, war das für dich das Schönste und das Beste, was du eigentlich deinen Kindern und auch dir selber geben konntest? Ich würde jetzt sagen, es hat damit zu tun, ich habe nirgendwo so viel lernen dürfen wie von meinen Kindern. Also die sind wirklich absolut der beste Lehrer. Die spiegeln mir alles und ich durfte mich in so vielen Bereichen nachempfalten. Also da kann kein spiritueller Lehrer mithalten, was da alles passiert ist. Und es ist ja nicht so, dass man nur am Herd ist. Das ist irgendwie auch ein ganz komisches Bild, das man da hat. Also das ist absolut spannend, was da geschieht mit den Kindern und in dieses Eintauchen. Wie viel Lernen auch bei mir selber geschieht. Also, du hast also praktisch nie das Gefühl gehabt, dass du irgendwas verpasst hast und dass du im Job die Karriere, die man ja irgendwie so nach vorne stellt, nicht erreicht hast. Also ich sehe das eigentlich auch ähnlich, sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich wieder ein Fass aufmache und ja, wieder extrem angefeindet werde. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir als Gesellschaft, wenn wir Kinder haben wollen, dann muss es einen Menschen geben, der nur das auch will, ne? Weil sonst braucht man keine Kinder zu bekommen, weil sonst ist das einfach purer Egoismus, weil ich glaube, es funktioniert nicht beides. Das werden andere natürlich ganz anders darstellen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und ich werde mir jetzt viele Feinde bei Frauen machen, die nämlich Karriere machen wollen. Ja. Aber was wäre jetzt gewesen zum Beispiel, wenn du nur die Entscheidung gehabt hättest, Karriere machen oder Kinder? Du hättest dich niemals für beides entschieden, also Karriere machen und Kinder, oder? Das stand gar nicht zur Frage. Es war so klar. Also es war einfach in mir, das war so klar, dass ich für die Kinder da sein möchte und irgendetwas in mir wusste, dass ich sonst etwas verpasse. Also nicht, ich verpasse etwas, wenn ich nicht Karriere machen kann, sondern ich verpasse was, wenn ich nicht mit den Kindern sein kann und mit ihnen eintauchen und wachsen kann. Aber jetzt gibt es ja auch, ich frage noch eine Frage und dann darfst du auch wieder, weil ich habe nämlich dann auch ein paar Fragen zu dir, Bruno, weil ich denke mal, die Frage, die mir jetzt einfach noch sehr wichtig ist, jetzt haben ja viele Frauen Angst, jetzt sind deine Kinder fast erwachsen, also ist zumindest nicht mehr lange, der eine ist glaube ich so, schätze ich mal so 12, 14 und... Genau, 14, 16 und 19. Genau, die sind jetzt praktisch erwachsen, die gehen aus dem Haus. Was kommt dann? Also dann ist ja dann diese große Leere, vor dem viele Frauen dann wahrscheinlich auch Angst haben. Ja, nein, bei mir ist alles anders, andere als Leere. Es ist so, dass ich mit den Kindern so hineingewachsen bin. Ich habe so viele Themen in Büchern wieder gelesen und mich weiterentwickelt, mich ausgetauscht mit Experten, Weiterbildungen besucht, dies und jenes. Also da ist so viel geschehen. Es ist nicht so, dass ich einfach stehen geblieben bin.
Und ich habe mich so weiterentwickelt, dass ich dann auch im Bekanntenkreis viel um Rat gefragt wurde, weil wir einfach so das harmonische Bild nach außen gestrahlt haben. Und viele wollten dann wissen, ja, ist es bei euch wirklich so harmonisch und so friedlich, so erfüllt, wie es aussieht? Oder sie dachten dann manchmal auch, gell, das ist nur, wenn so andere Leute da sind. Wo ist der Haken? Oder so, und sie suchten also wirklich. Ihr liebt euch beide noch. Also, ja. Nicht wie viele andere Eltern. Das, ja, ja. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Ja, oder? Ja, also, das ist schon so. Ja. Genau, und eben auch mit den Kindern, wir kennen keine Trotzphase, wir kennen auch jetzt keine Pubertätsphase, dass diese Zeit schwierig und streng und so sein soll, dass man sich einfach wünscht, dass sie möglichst schnell vorbeigeht, das kennen wir nicht. Und wir merkten dann, hey, ich glaube, wir leben etwas, das ist nicht so selbstverständlich. Und wir haben ja dann unser Buch zusammengeschrieben, der Bruno und ich, das war in der Einzigartigkeit. Und da sind plötzlich ganz viele Anfragen auf uns zugekommen. Also die Leute wollten mehr wissen. Und dann habe ich begonnen, die Leute so Coaching-Programme anzubieten. Und jetzt habe ich mehrere Programme und ich merke, die Leute, also die sehnen sich danach. Dass das rauskommt. Ich glaube, das merken wir ja auch. Wir haben ja jetzt wirklich viele Themen. Wir machen das ja noch gar nicht so lange. Wir sind ja eigentlich nur durch Zufall da reingekommen. Ich bin eigentlich Fotograf und habe mich immer für Philosophie natürlich interessiert, aber war auch immer ein bisschen politisch. Aber das kam ganz plötzlich durch die Corona-Krise. Mhm. Und ich merke, dass plötzlich so viele Leute Anfragen haben zu Gesundheit, zu Themen, wie ihr es habt. Also es ist eine unglaubliche Welle, die da gerade losgeht, wie man alternativ, also ich glaube, jeder spürt auch, dass so, wie wir es bisher gemacht haben, vor der Corona-Krise, es einfach nicht funktioniert. Ihr seid da natürlich dann wahrscheinlich eine Ausnahme, dass ihr da vielleicht auch vorher schon einen guten Weg gefunden habt für bestimmte Themen. Was mir noch wichtig war, das heißt also, im Grunde genommen hast du durch deine Kinder gelernt und die haben dich sozusagen auch inspiriert, wie man nämlich doch auch für sich selber dann sozusagen lernen kann und keine Ängste hat. Genau. Das ist jetzt auch nochmal eine Frage an Bruno. Hast du das Gefühl, deine Kinder sind komplett angstfrei? Das könnte man schon sagen, so in Bezug auf die Integration in der Gesellschaft und oder das Leben in der Gesellschaft, da sind sie ganz frei, glaube ich. Sie haben auch nicht so diese Zeitstress, jetzt muss ich eine Ausbildung machen, jetzt bin ich 19, 20. Das ist ja egal, wenn es 22 ist oder 23, den kennen wir nicht. Wir denken wirklich nicht in diesen Schulkategorien oder Ausbildungskategorien. Auch mit Lehrstelle, das ist egal in welchem Alter. Wenn die reif sind, die zeigen uns den Weg. Ja. Also ihr lasst euch sozusagen von euren Kindern den Weg zeigen. Das ist ein tolles Bild, weil ich denke mal, man muss auch manchmal so ganz einfache Bilder, weil ihr seid natürlich so in dem Thema drin, dass andere Leute sich das überhaupt nicht vorstellen können, wie sowas funktioniert. Also das heißt also, ihr lasst euch leiten von euren Kindern und nicht die Kinder und ihr leitet nicht die Kinder. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Wenn man da wirklich mal einsteigt, dann merkt man, dass es eben auch ein spiritueller Prozess ist. Wenn man ist so dem Leben angeschlossen, vor allem wenn die Kinder noch ganz, ganz klein sind, das Geburtserlebnis, die Lernerlebnisse. Und da möchte ich da eben auch noch auf den Punkt kommen, du hast jetzt die Frauen angesprochen. Auch die Männer können keine Karriere machen, wenn du dich da reingibst. Weil ich möchte die Kinder auch erleben, ich möchte das auch mitgehen. Ich kann nicht da den Geschäftsführer spielen und einfach Geld nach Hause bringen. Das ist eben auch der Fall. Also ich musste da auch zugunsten der Kinder einen Schritt zurück machen, sonst hätte ich einen ganz anderen Weg gemacht. Wie sah deine Karriere aus? Ich meine, du hast ja, es ist ja trotzdem nicht einfach, auch glaube ich in der Schweiz, eine Familie zu unterhalten. Ich denke mal, in Deutschland ist es mittlerweile noch viel schwieriger, aber ist ja trotzdem auch in unserer Gesellschaft mittlerweile ziemlich stressig, auch einen Job zu haben, der lebenslang geht, wo man auch ein bisschen Sicherheit hat. Wie hast du dieser Familie diese Sicherheit geben können? Und trotzdem noch das Vereinen? Ich habe eine recht gute Ausbildung. Ich bin
diplomierter Wirtschaftsinformatiker, ich habe das Nachdiplomstudium der Neue Lernkultur und ich habe ein MBA in Veränderungsmanagement. Aber das habe ich nie in dem Sinn auskosten können durch diese Familienarbeit. Sonst wäre ich irgendwo General Manager irgendwo gewesen. Aber ich wäre auch das nicht geworden, weil ich mein Leben auch auf Freiheit ausgerichtet war und auf Entwicklungen und so weiter. Wie sieht das konkret aus? Also wie hast du das? Also ich war selbstständig, als wir uns kennengelernt haben. Und dann lief es mal wieder sehr gut und dann wieder schlecht. Und dann habe ich dann gemerkt, ich muss in der Phase, wo die Kinder noch klein sind, darf ich wirtschaftlich nicht so die Ups und Downs haben. Und dann habe ich mich da anstellen lassen bei einer Großbank hier in der Nähe. Und das war dann für mich ganz schlimm. Also eigentlich für die Kinder super. Ich konnte mit ihnen frühstücken, ich konnte mit ihnen Mittagessen und Nachtessen, die Rituale mit ihnen machen, aber ich musste immer wieder dort in diese Soße da reinhocken. Das war eine Katastrophe und das hielt ich irgendwie 5 Jahre aus und dann ging ich da wieder raus und ging da in die Unternehmensberatung dann wieder und jetzt bin ich schon wieder in der Selbstständigkeit. Also ich komme da jetzt auch wieder raus aus Durchhänger, könnte man sagen. Aber du hast ja trotzdem einen 8-to-5-Job gehabt wahrscheinlich, ne? Also 5 Tage nein, die Woche. Ja, könnte man sagen, als ich angestellt war. Ja. Und vorher hatte ich 7 Tage, einfach wenn es Arbeit hatte, habe ich gearbeitet und sonst habe ich sonst etwas gemacht. Also das heißt, auch das ist natürlich eine wichtige Frage bei so einem Konzept, dass man das auch natürlich bedenken muss. Dass also wirklich einer natürlich auch die Sicherheit bringen kann. Und wie wäre das zum Beispiel gewesen? Es gibt ja so zum Beispiel die Modelle, die jetzt auch immer so als sehr emanzipiert gesehen werden, dass der Mann zum Beispiel die Mutter ersetzt und zu Hause bleibt. Wie steht ihr zu sowas zum Beispiel? Also ich hätte keine Probleme gehabt mit dem, weil ich habe ja gesehen, was da geschieht mit der Doris und den Kindern. Aber wir wussten natürlich, dass die Kinder am Anfang die Mutter brauchen. Und das wäre dann erst nach einer gewissen Zeit, vielleicht ab 3 Jahren, langsam ablösen. Ich hätte das dann nachher auch umgekehrt mir vorstellen können. Aber es wäre nicht effizient. Also ist das tatsächlich so, dass das, also ich glaube immer nicht daran, dass eine Mutter ersetzt werden kann, weil sie doch noch irgendwo, bitte? Die Mutter kann nicht ersetzt werden. Also wir kennen eine Mutter. Die haben das tatsächlich ziemlich von Anfang an so gemacht. Der Mann blieb zu Hause, sie ging arbeiten. Und die hatten 2 Kinder. Und die Ehe ging dann nach ein paar Jahren in die Brüche. Und sie hat nun einen anderen Mann und wieder 2 Kinder. Und sie sagt, niemals würde ich mehr das hergeben. Jetzt will ich bei den Kindern sein als Mutter. Also sie hat gemerkt, da habe ich was verpasst. Ist also dieser Versuch der Gleichmacherei zwischen Mann und Frau einfach auch ein vergeblicher? Also wenn ihr das jetzt so an euren Kindern seht und auch jetzt an eurer Beziehung, also das ist wirklich jetzt eine Frage, also kann man auch so mit diesem Konzept eine glücklichere Beziehung führen? Eine längere? Ich meine, es ist ja doch schon auch eine Aufgabe, 20 Jahre zusammen zu sein und auch ja, mit Sicherheit auch mit Kompromissen und so weiter. Und es muss einfach am Anfang stimmen und auch dort gilt, der Spirit muss zuerst da sein und wenn man den gemeinsamen Spirit hat, dann wird man auch geführt durch diese Zeit hindurch. Ja, ich glaube auch, es hat nicht nur damit zu tun, dass ich zu Hause bin und er geht arbeiten, sondern es ist die Haltung dahinter. Genau. So wie wir sagten auch immer, wir machen nicht Unschooling, wir sind Unschooling. Das ist eine Haltung und man kann sogar mit dieser Haltung die Kinder zur Schule schicken. Wenn ihr jetzt andere Kinder seht und ich meine hier in der Umgebung gibt es ja mit Sicherheit auch ganz normale Kinder, die ganz normal zur Schule gehen, wie würdet ihr den Unterschied bezeichnen? Wie viel glücklicher sind die Kinder, wie viel weniger ängstlich? Oder wo sind die Vorteile und wo sind die Nachteile? Ich würde jetzt mal sagen, sie sind einfach reflektierter. Die glauben nicht jedem alles.
Also die überlegen selber, kann das sein, kann das nicht sein, wo sie dann auch nach Hause kommen und sagen, boah, die anderen, die glauben einfach immer alles. Ja. Denen muss man was sagen und dann haben die schon Angst und glauben alles. Und das sind die nicht, die haben wirklich gelernt, selber zu denken. Aber das hat vielleicht auch mit den Eltern zu tun. Ja, wir sind Umgebung. Ja, vielleicht habt ihr die geprägt. Aber wie sind das für euch dann jetzt in dieser Corona-Krise gewesen? Ich meine, die Schweiz war ja unheimlich liberal. Also man muss ja wirklich sagen, sie haben hier lange nicht alles mitgemacht. Und ich habe hier glücklicherweise noch fast keinen Menschen gesehen mit Maulkorb. Wir nennen es leider, wir müssen es jetzt einfach Maulkorb nennen, weil sonst nehmen die Leute das einfach nicht mehr ernst. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also erster Tag, Lockdown, was ist da in euch vorgegangen? Also es ging ja eigentlich um die alten Menschen. Ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, das, was wir da gemacht haben, ist eine Liebeserklärung an die alten Leute. Aber über die jungen Leute hat nie jemand gesprochen. Also wir haben unsere Älteste, die hat irgendwann mit Corona genug gehabt. Stell dir mal vor, du bist 19, soziale Kontakte, das ist das Essentiellste in diesem Alter. Da bist du unter den Leuten, willst Kontakt haben. Und das haben wir mal gemerkt, also, dass man über die jungen Leute nicht gesprochen hat. Übrigens, die Alten hat man auch nicht gefragt. Das ist ja auch interessant. Aber sonst, wir sind natürlich auch sehr kritisch und skeptisch, gehen wir durch die Welt und schauen uns diese Dinge an, haben auch nach Deutschland natürlich auch geschaut. Und wie man so, das ist ja, wir kennen unseren Virologen nicht in der Schweiz, aber den Drosten, den kennen wir. Aber wir kennen auch den Bakti, wir kennen auch den Bodark und so weiter, die kennen wir alle. In der Schweiz, wir kennen den, ich kenne den nicht. Ist noch interessant. Ich kenne sogar den österreichischen, aber den Schweizer kenne ich nicht. Hat euch das Angst gemacht? Ich meine, wenn eine ganze Welt plötzlich in den Lockdown geht, ich meine, das kann ja auch fatale Konsequenzen haben, also zum Beispiel die Zwangsimpfung. Bill Gates hat gesagt, er will 7 Milliarden Menschen impfen. Ich frage mich da immer, wo bleiben die 500 Millionen, die schon da drüber sind? Ja. Ist das die Elite, die dann nicht geimpft wird? Also wird hat Frau Merkel mit Herrn Gates einen Vertrag abgeschlossen, dass sie nicht geimpft wird, wenn sie das in Deutschland durchsetzt und vielleicht noch der Stoiber? Ja. Wer wird geimpft und wer wird nicht geimpft? Also da gibt es ja auch ganz abstrakte Geschichten auch drüber, über diese 500 Millionen Menschen, die Welt eigentlich nur vertragen kann. Also da gibt es ja auch wirklich sehr bösartige Geschichten. Also in Deutschland hat mir Sorgen gemacht. Die Schweiz nicht so. Ich habe immer so gesagt, wir können aus der Schweiz heraus können wir das beobachten. In der Schweiz ist das nicht so schnell möglich. Wir haben auch verschiedene Kantone. Und wenn wir nur schauen, dieser Kanton hier, Appenzell-Ausserrhoden, wir haben alternative Medizin, ist gleichwertig der Schulmedizin hier in diesem Kanton. Darum ist auch Unschooling, hat eine Chance gehabt, das ist eben spannend. Und da gäbe es zu viel Opposition in der liberalen Schweiz. Aber so Deutschland hat mir schon Sorgen gemacht. Aber trotzdem kann es ja sein, dass die Welt in dieser Panik sozusagen verharrt. Es gibt ja nur ganz wenige Ausnahmen, Schweden, Weißrussland würde mir einfallen, also ganz, ganz wenige Länder, die sich da rausgehalten haben. Das kann ja bedeuten, dass wir zum Beispiel nicht mehr reisen können. Würdet ihr dann einfach sagen, okay, dann gehen wir nicht mehr aus der Schweiz raus? Oder? Also ich würde dann, also man muss auch ein bisschen schlau durch die Welt gehen. Also da muss man sich halt arrangieren und schauen, wie man sich da arrangiert. Wie es Unschooler in Deutschland gibt, dann ist man halt dann irgendwie auf einmal geimpft. Auf dem Papier. Okay, naja, aber da gibt es ja, und zwar, das wirst du als digital affiner Mensch natürlich wissen, es gibt ja auch Möglichkeiten, das haben die ja mit dazu, glaube ich, entwickelt, also natürlich das Chipping, aber auch so einen bestimmten Code, den man scannen kann in der Haut, also ich weiß nicht, was das genau ist, aber einfach durch Lichtflüssigkeiten.
ob derjenige praktisch dann gegen Corona geimpft ist oder nicht. Also da haben die sich schon ganz gut ab, Ja, da haben sie schon ganz gute Ideen zusammengebracht. Ja. Nur nochmal halt auch so eine Frage, wenn die ganze Welt da mitmacht, ist das ja schon sehr abstrakt. Also für mich wäre es ein No-Go. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Aber wenn wir jetzt einfach mal so eine These aufstellen, ja, woher kommt das? Ich meine, dann kann es ja eigentlich nur, so wie du es gesagt hast, strategisch sein. Natürlich. Also und da habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht, woher das kommt? Also der Bruno hat die ganze Corona-Zeit, ich glaube, er hat alle Videos geguckt, die es irgendwo, genau, auch. Ja, ich kenne alles. Ja. Wenn man so schaut, in unserem Buch haben wir geschrieben, mit dem Internet wird eigentlich so eine Freiheitsenergie rausgestoßen. Das habe ich in unserem Buch geschrieben und da schreibe ich, und die Macht wird sich noch regen, weil das lässt sie nicht zu. Sie lässt keine Freiheit zu. Und da muss man das halt irgendwie mit impfen oder irgendwie machen. Und für mich geht das alles in diese Richtung. Nur die Frage ist, wo ist denn wirklich die Macht? Ich sehe die nicht. Die ist eben... Und das ist ja auch das Thema, oder? Je unsichtbarer das sie wird, je mächtiger wird sie. Und sie ist eben unsichtbar. Die Marionetten, die wir da sehen, das ist... Du hast kein spezielles Konzept, also das, woher das... Also es muss ja dann von bestimmten Eliten, es muss ja organisiert sein. Also wenn es nicht dieser Coronavirus ist, dann müssen wir uns einfach Gedanken machen, woher kommt das? Und ein ganz klares Bild, also... Es gibt schon ein paar Leute, die man kennt, ja. Okay, aber du denkst ganz einfach, dass es von Eliten kommt, die dann einfach diesen Shutdown, also es gibt ja zum Beispiel die These, ich gebe dir jetzt mal so ein paar, spiele dir mal so ein paar Bälle zu, also zum Beispiel, dass diese Krise kommt aus einer Wirtschaftsblase, die alle natürlich gesehen haben, dass sie platzt. Ja. Bisher ist das eigentlich in der Geschichte dann immer in Kriegen geendet. Diesmal hat man vielleicht versucht, da einen anderen Schuldigen zu finden, um dann das unter den Teppich zu kehren und natürlich die Gesellschaft zu schröpfen, weil man kann natürlich sagen, Moment mal, war Corona, sorry, jetzt müssen wir an euer Eingemachtes. Es gibt eine Hypothek aufs Haus, es gibt, das gab es ja schon, das ist ja jetzt nicht neu, dieses Konzept. Oder der zweite Ball, den ich vielleicht noch zuspielen könnte, wäre Digitalwirtschaft, neue Eliten, die mächtig werden und plötzlich sich auch versuchen in Macht, also auch, da gibt es ja auch sehr, also wenn ich da an Al Gore denke und also die Welt, die unter Global Warming leidet, eine ganze Welt, die auch, wo Jugendliche auf die Straße gegangen sind, in der Kombination zum Beispiel mit der Überbevölkerung, was ja auch immer ein Thema ist, bis hin zu diesen ganz abstrakten Themen, dass es nur 500 Millionen Menschen geben darf auf der Welt, dass es hier einfach in Frieden und sauber vonstatten geht. Und dazu natürlich einfach so Themen wie, dass wir im Zeitalter von Internet der Dinge sind, wo wir wirklich kurz davor sind, dass das realisiert wird, aber auch KI, künstliche Intelligenz, oder auch zum Beispiel, was ja wirklich auch eine Katastrophe ist. Da mit den Satelliten da. Genau, mit Elon Musk, der einfach 50.000 Satelliten. Interessanterweise während der Corona-Zeit. So sieht's aus. Und plötzlich, jeder wusste, er ist eigentlich mit seinen Autos nicht reich geworden und plötzlich kommen da Budgets zusammen, die einfach unglaublich sind. Ist das vielleicht dann einfach auch so die Vormachtstellung der Amerikaner, die dadurch natürlich einfach nochmal ganz klar heraus mit einem Quantensprung jetzt auch umgesetzt wird, weil die sind bereit dafür. Wir Europäer sind, glaube ich, ein dritte Weltland, wenn man die Digitalität nimmt. Und ich glaube, man weiß ja nicht, ob es die Amerikaner, das wäre jetzt eine Nation oder sind es einfach ein Verbund von den reichen Leuten. Also man weiß zum Beispiel auch nicht, der Jack Ma, der Alibaba gemacht hat, was spielt der für eine Rolle und so weiter. Das ist alles nicht so klar. Aber ich habe letztens eine Sendung gesehen, was braucht es zum eigentlich das Weltgeschehen zu verändern. Mhm. Und dann sind es vier Themen gewesen. Eines sind Kriege, also mit vielen Leuten. Eines war Revolutionen. Mhm.
Das gibt es auch nicht mehr. Dann war ein drittes, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und das vierte war Seuchen. Die vier Komponenten haben eigentlich Veränderungen ausgelöst. Und das weiß man halt. Es gibt diese vier Themen und dann die Seuchen, eben wie die Pest. Und dann habe ich mir schon gedacht, das wäre ja verrückt. Das wäre ja, eigentlich könnte man sagen, das wäre der 11. September in einer anderen Form, oder? Verrückterweise ist es ja so, dass dieser Virus ja gar nicht eine Seuche war. Also jetzt ja, eine großartige genau. Seuche. Also viele, wir haben ja das Interview mit Professor Bakti geführt. Der hat gesagt, das ist eine ganz normale Grippe. Coronaviren gab es immer. In veränderter Form ist das auch normal, weil sie sich immer permanent anpassen. Und er hat auch gesagt, dass wir immer von Anfang an, und das war sehr früh, als wir das Interview gemacht haben, das war noch im März, wir haben auch das Schreiben an die Kanzlerin mit ihm verfasst, also nicht verfasst, sondern wir haben das gefilmt. Und auch da gab es nie eine Antwort drauf. Also ein Virologe, der 12.000 Ärzte ausgebildet hat, kriegt keine Antwort, der an die Kapazität in Deutschland ist, in diesem Thema, also wesentlich geschulter auch, weil er ja Epidemiologe ist und Virologe und das wirklich auch sein Thema war. Übrigens auch der Wodak, der ja auch die Schweinegrippe aufgeklärt hat. Ja. Und ein Drosten, der die Schweinegrippe verursacht hat, ist plötzlich derjenige, der permanent gehört wird. Da ist ja eigentlich im ersten Moment auch gar nicht so viel gegen einzuwenden, aber was wirklich schlimm ist, ist, dass wir gar nicht mehr nach diesen in der Medienlandschaft nach These, Antithese und Synthese unsere Berichterstattung aufgebaut haben. Habt ihr euch veräppelt geführt, wenn ich, also ich meine, das Schweizer Fernsehen, war das ähnlich oder war das? Ja, das war auch ähnlich. Aber weißt du, als Anschuler schaust du ganz anders in die Welt. Wir leben und entlarven die Widersprüche seit 20 Jahren. Wir haben hier einen Kanton einen Kilometer entfernt. Die sagen, Homeschooling, Unschooling ist wegen der sozialen Integration gefährdet. Und hier soll es nicht gefährdet sein. Also das ist ein politisches Programm, das dort hinten abläuft. Und so weiter. Und dann erfahren wir, ja, die Sozialisierung ist gefährdet mit Unschooling. Ich habe Alfred Adler vorher gesagt, die Sozialisierung wird kaputt gemacht. Ein Kind ist von Natur aus sozial. Und einfach so diese Widersprüche erleben wir im Unschooling-Umfeld Corona live. Also das, was wir in Corona gesehen haben, haben wir 20 Jahre lang in unserem Thema erlebt. Und einfach so in der Schweiz läuft das einfach noch ein bisschen anders. Ich weiß eben auch nicht genau, was die Schweiz für eine Rolle spielt. Wir sind ja da im Finanzkapital mittendrin, wir sind voll drin, wir sind im Rohstoffhandel voll drin. Es wird ja etwa 80% des Rohstoffhandels wird im Kanton Zug durchgeführt, Finanzplatz Zürich. Und aber wir auch sind zum Beispiel die FIFA, ne? Auch die FIFA, Olympisches Komitee, WHO und so weiter. Also das ist noch ganz verrückt, was da in der schönen Schweiz da alles geschieht. Also aber ihr habt den Vorteil, ja, ich glaube, ihr habt 260 Jahre Frieden, wenn ich das richtig, oder 82 Jahre. Das stimmt nicht. Wir haben einen Bürgerkrieg gehabt, sonst gäbe es die Schweiz gar nicht. Okay. Wir haben zumindest keinen Krieg gehabt außerhalb der Schweiz, ne? Also praktisch. Nee, das sind alles die Märchen, die da uns erzählt werden. Das stimmt alles nicht. Wir hatten 1846, 1847 Sonderbundskriege. Die Kriege, die Habsburger, so von Wien und die Franzosen, die haben die Kriege auf Schweizer Boden geführt. Die Schweizer mussten Söldner stellen. Im Vatikan sieht man sie noch, die Söldner. Ja, auf Schweizer Boden hat es immer Krieg gehabt. Und trotzdem haben die Leute so relativ im Frieden gelebt, zumindest im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Ne? Waren vor 100 Jahren war die Schweiz waren arme Bauern. Die haben profitiert. Aus dieser Geschichte wurde nichts, die mussten nichts aufbauen, das wird dann gesagt, die tüchtige Schweiz, oder? Wir sind tüchtig, dabei haben wir einfach Geld zum Versauen.
Das ist einfach der große Unterschied. Da reden wenige Schweizer drüber, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man über Schweizer redet, dann redet man meistens immer, dass hier alles sehr harmonisch ist. Aber es gibt halt auch sehr viele Defizite. Ne? Also man könnte einfach sagen, die Profiteure aus diesen Kriegen halt auch. Ne? Ja, und dann darfst du hier leben und fragst dich dann manchmal, woher kommt das Geschenk, dass ich hier leben darf? Schon verrückt. Ist das also ein Geschenk, hier leben zu dürfen? Ja, also wenn man sich nicht so befasst mit diesen Themen, dann ist es wirklich ein Geschenk. In Corfu wäre es noch ein bisschen schöner für uns. Wir würden sogar gerne dort leben, aber die haben auch ihre Probleme da. Wie ist es denn mit dem Bashing? Also wir kennen ja Daniele Ganser so aus den Sendungen. Also auch in der Schweiz findet Bashing statt mit gegen Menschen, die eine andere Meinung haben. Ne? Spürt ihr das? Also spürt ihr Bashing? Also im Unschooling, es kam mal ein kurzes Bashing da im Kanton Appenzell Ausserrhoden, als wir in einer Publikation irgendetwas gesagt haben sollen, das nicht politisch kompatibel ist. Da wurden wir dann schon ein bisschen eingeschüchtert, für einen kurzen Moment. Mussten wir das verarbeiten für uns und dann haben wir gesagt, und jetzt verdoppeln wir die Anstrengung. Okay. Da kam die Behördenfrau hierher und hat uns gesagt, was soll dieser Satz hier? Und dann habe ich das gelesen und dann sagte ich, was ist denn da falsch? Und dann hat sie es auch gelesen und dann sagt sie, nein, das ist okay. Sie hat es gar nicht gelesen. Die hat von oben einen Auftrag bekommen und musste uns da drücken, dass wir mundtot werden. Also wir haben ja in Deutschland ein unglaubliches Bashing jetzt in dieser Corona-Krise erlebt. Habt ihr da, dass jeder, der eine andere Meinung hat, wurde eigentlich in den Boden gestampft und wirklich auch denunziert? Das ist nicht also so wirklich, ich wurde wirklich massiv angegriffen von der Antifa, die dann einfach oder den Linken, die dann einfach ein Schreiben an meinen Sponsor halt geschrieben haben. Wie war das hier so in der Schweiz? Hat man da etwas gespürt oder war das eher so schön versteckt, so dass man es nicht so öffentlich gesehen hat? Ja, man sagt ja, es sind alle bedient worden. Also zum Beispiel unsere rechtsradikale Partei, die SVP, die waren froh, dass die Grenzen zugemacht werden. Die SP, die war froh, dass der Staat Geld gegeben hat. Was haben wir noch? Das war die FDP wegen der Familie. CVP, dass die Familie wieder zusammenkommt. Also es wurden alle irgendwie bedient. Und das ist sowieso, ich würde sogar sagen, das ist ein USP der Schweiz. Die mauschen sich dadurch, wenn es eng wird. Ich habe ja Verwandte, die im Zweiten Weltkrieg im Lager, im Tessin, in einem Lager gewesen sind, wo Führungskräfte für den Ostblock vorbereitet wurden in der Schweiz. Und als man sah, die Alliierten machen das Rennen, hat man dieses Lager wieder aufgelöst. Und je nachdem mischelt die Schweiz sich da immer durch. Habt ihr eigentlich Angst? Ich meine, euer Nachbar, man kann oben auf dem Berg Deutschland sehen, wie der sich entwickelt. Also wir haben jetzt kriegsähnliche Zustände, kann man fast schon sagen, in Stuttgart gehabt. Es sind LKWs angezündet worden, auf Ken Jebsen wurde ein Anschlagsversuch, der mit Sicherheit jetzt vielleicht ihn nicht so verletzt hätte, aber auch damit hätte man rechnen müssen, aber mit Sicherheit eine Massenpanik ausgelöst hätte. Wie schaut man so auf ein Land, was doch eigentlich so souverän und auch eigentlich aus einer guten Zeit kam, auch aus einer guten Nachbarschaft? Wenn ich einfach so die Schweiz vor 20 Jahren und jetzt vergleiche, da waren es ebenbürtige Länder, die einfach beide große Leistungen vollbracht haben, auch im Sozialen. Und wo man einfach auch nicht jetzt diesen Unterschied zwischen einer repräsentativen Demokratie und einer direkten Demokratie gesehen hat. Und jetzt kommt plötzlich so eine Klüfte auf, dass man wirklich so das Gefühl hat, hier in der Schweiz ist noch alles relativ in Ordnung. Und in Deutschland haben wir wirklich
ja eigentlich eine gespaltene Gesellschaft. Mhm. Also ich habe das Gefühl, Deutschland war noch nie richtig entwickelt. Sie haben es nur so verkauft. Mhm. Jetzt kommt einfach alles hoch. Mhm. Also da ist noch so viel Unverdautes da. Und ich habe auch das Gefühl, Deutschland ist nicht reich. Man sagt immer, das Exportland und so weiter, Deutschland. Wenn man dann wirklich mal nach Deutschland geht, dann findest du den Reichtum, den siehst du ja gar nicht. Mhm. Das sieht man nur schon, wenn man... In Hamburg sieht man es, in München sieht man es ein bisschen, aber wenn man den Reichtum der Schweiz dagegen sieht, dann komme ich mir immer vor, als wenn ich... Das ist ein Riesenunterschied, ja. Unglaublich. Mhm. Und habt ihr Angst, dass das vielleicht auch der... bösartig enden kann? Also ich meine, wir wissen ja, wenn diese großen Blasen platzen, dass dann auch oftmals kriegerische Auseinandersetzungen entstanden sind. Gibt es da irgendwelche Bedenken oder denkt ihr, das wird jetzt einfach doch irgendwie eine Strategie gefahren und irgendwann legt sich das auch wieder? Oder wird es zu einer Revolution kommen? Oder ja, ähnliches? Ich weiß eben nicht. Also ich hatte ja eine Zeit lang hatte ich Bedenken, da waren ja die NATO-Manöver, waren ja auch noch vor Corona und dann und da gingen sie da wieder zurück, was da eigentlich gehen sollen. Ich hatte damals sogar Angst um Deutschland. Mhm. Auf einmal, der Putin da die Krim übernommen hätte, wäre das gut möglich in Deutschland, wenn die NATO oder die Amerikaner da einfach jetzt sich breit machen und sagen, so, wir übernehmen. Mhm. Das könnte gut sein. Also da hatte ich ein paar Mal so ein komisches Gefühl. Und aber so um dich, ich habe ja die Pandemie, also die zweite Welle, die kommt ja erst noch, aber die Wirtschaftswelle, der Lockdown, der ist noch nicht fertig. Also wir werden noch... Ja, der ist ja jetzt angesetzt bis zum 31. Oktober bei uns. Ne? Also Angela Merkel hat einfach hat in einem Notstandsgesetz eigentlich jetzt bis zum 31. Oktober verlängert. Ja, ja. Das bedeutet ja ganz klar, da fangen die nächsten Grippen an und dann kann man das ganze Spiel nochmal ein halbes Jahr oder genau. Dreivierteljahr weiterspielen. Aber ich denke mir, wir werden noch so in eine Wirtschaftskrise reinkommen. Das können wir sehen das jetzt noch nicht. Ja. Und wenn man sich das... Ich hatte von Anfang an, ganz am Anfang sagte ich einem Freund von mir, der Virus, der interessiert mich nicht. Aber was wirtschaftlich jetzt passiert, und das haben ja viele, die für das Klima sind, die wollten ja eigentlich, das ist okay, wenn die Wirtschaft runterfährt. Ja. Und dann könnte man manchmal, habe ich auch gedacht, ja vielleicht wäre es wirklich gescheit, wir fahren alles runter. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ja, es gibt ja, denke ich mal, also ich glaube, man hat ja in der Corona-Krise auch gesehen, dass es unglaublich angenehm ist. Plötzlich gibt es wieder einen blauen Himmel, es gibt nicht diese ständige, schwachsinnige Rumgefliege, einen Tag in New York und den anderen in Paris. Das war ja schon wirklich abstrakt, wie man einfach auch den Kapitalismus mit diesen riesen Schiffen und ach, da gibt es ja tausende von Dingen, die wir einfach wirklich ins Abstrakte eigentlich geführt haben. Also von daher, denke ich mal, gibt es ja auch eine Zeit und eine Möglichkeit, vielleicht nach der Corona-Krise vielleicht auch Dinge besser zu machen. Also das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem glaube ich, dass wir in eine Krise reinkommen, in eine Wirtschaftskrise, die unglaublich sein wird. Und die Profiteure, das weiß man ja jetzt schon, das sind die digitalen Firmen, vor allen Dingen die amerikanischen. Und als Konsequenz kann ja sein, dass wir kein Bargeld mehr haben. Dann reden wir über American Express, über Visa, über Master, über PayPal, das sind alles amerikanische Unternehmen, die dann unser Zahlsystem sozusagen bestimmen. Und wenn man dann mal weiterguckt, klar wird es ein Ausverkauf, die Firmen werden jetzt alle gestützt vom Staat. Aber stehen dann natürlich auch Investoren bereit? Wer sagt, dass dann nicht chinesische, amerikanische, aber vor allen Dingen amerikanische Firmen die deutschen Firmen übernehmen, um sie dann im Quantensprung zu digitalisieren? Also ich glaube, das ist für mich, ich glaube, wir stehen an der Grenze von der analogen Welt zur digitalen und die Visionäre der digitalen Welt, und das sieht man an Elon Musk,
die wollen ihr Ding durchziehen. Und da gehört alles zu, vom Chippen bis hin zur Pharmaindustrie, die sozusagen den perfekten Menschen in uns. Aber ist das nicht, also wir haben ja über ein Thema geredet, sind die da nicht total auf dem Holzweg? Weil wir wissen ja eins, und ich glaube, da sind wir uns drei, glaube ich, ziemlich einig, dass die Intuition die unglaublichste Kraft ist, die Menschen eigentlich am allerwenigsten nutzen. Sie denken mit ihrem Kopf, aber an euren Kindern seht ihr ja einfach, dass dieses unglaubliche Potenzial da ist, das nämlich alles geschaffen hat, dieses Intuitive. Das hat ja auch die Computer geschaffen. Also von daher kann es ja gar nicht dieser Kraft unterlegen sein, weil etwas, was aus dieser Intuition entsteht, ist ja dann immer auch die Initialzündung und eigentlich auch das Alles, also das Allumfassende. Ist das vielleicht eine totale, eigentlich sind wir da total begrenzt, weil wir nur noch mit diesem rationalen Kopf denken? Ich weiß einfach, dass unsere Kinder werden der Gemeinschaft einen Mehrwert bieten, das weiß ich. In welcher Form auch immer, ob es das monetär ist oder sonst irgendwie, die werden es machen. Mhm. Und ob es dann, wie man dem dann sagt, das Intuitive, oder wir sagen dem von innen nach außen. Und vielleicht verlieren sie es auch mal wieder zwischendurch, aber irgendwann wird es wieder ganz klar zum Vorschein kommen. Das ist ganz sonnenklar. Was können wir denn unseren Zuschauern nochmal so mitgeben, so an positiven Gefühlen? Wir haben ja jetzt auch über ein paar negative geredet. Ist das Herz auch bei euch beiden das Wichtigste, und also die Intuition und das Herz, wie man nämlich die richtigen Entscheidungen trifft? Mhm. Du scheinst da nicht so ganz überzeugt zu sein. Ja, ich frage eben, also das Herz ist ja auch immer so belastet, auch über unsere christliche Kultur, die ja auch nicht nur Gutes hervorgebracht hat. Aber ist das, ist die Intuition das? Ja, Intuition ist für mich eben, das kommt von, vielleicht zeigt sich es dann im Herzen, aber ich möchte es nicht einmal verorten irgendwo. Wie würdest du es denn sonst beschreiben? Also ich würde einfach sagen, so wir nennen es ja in unserem Buch den inneren evolutionären Impuls. Okay, auch eine schöne... Ja, wirklich. Ja, genau. Also dann sind wir noch angeschlossen an das wirtschaftliche, an das wissenschaftliche Denken, das wir heute haben, dass wir, ich bringe dann immer den Witz, da gibt es doch tatsächlich Leute, die meinen, mit ihrer Geburt habe die Evolution aufgehört. Dabei ist eigentlich der Auftrag von uns allen, an der Evolution weiterzuarbeiten. Das ist eigentlich unser Auftrag. Und wir sind überzeugt, dass wir in uns diesen Impuls tragen, und der kommt immer. Und ich würde mal sagen, wir haben von den Eliten gesprochen, die wissen auch, dass dieser Impuls sehr mächtig ist. Darum müssen sie ihn ja unterdrücken. Ich glaube, also da hast du ein wirklich gutes Thema angesprochen. Ich glaube, wir haben jetzt, denke ich mal, 70 Jahre zumindest gefühlte Freiheit gehabt, also eine gefühlte Demokratie. Und jetzt kommt die Zeit, wo die Gesellschaft vielleicht nochmal einen Sprung und sich das wirklich teilen wird. Also wir können in die digitale Abhängigkeit geraten. Ich glaube, in die digitale Diktatur könnte man vielleicht auch sagen. Also wenn ich das sehe, was in China passiert mit den Menschen, dann muss ich sagen, ist das die digitale Diktatur, und das kann auch ein gutes Beispiel gewesen sein, also ein schlechtes Beispiel für uns, aber ein gutes Beispiel für Eliten, wie man Menschen nämlich modern unterdrücken kann und sie auch ausbeuten kann. Aber wir haben auch, glaube ich, gesehen, dass immer, wenn Menschen das getan haben, die Unterdrückung immer größer wurde, so dass sie dann irgendwann so geendet ist, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit Menschen in Asien umgehen, genau, wie wir mit Menschen in Afrika umgehen. Also Eliten waren nie fähig, mit Menschen gut umzugehen. Mhm. Es ist immer eigentlich dann so geendet, dass so. Und das ist meine Hoffnung, dass wir natürlich den anderen Weg gehen können, den spirituellen, nämlich die Meditation, aber auch, wie du es so schön den Begriff muss ich noch einmal hören, weil den fand ich sehr gut. Also den
den inneren evolutionären Impuls. Den inneren evolutionären Impuls. Das ist ein schwieriger Satz. Aber das ist ganz wichtig. Ja. Das hat jeder Mensch in sich. Ja, das ist von allem Anfang an. Ich sehe das Ganze so ein bisschen anders. Ich sehe das wie so eine riesengroße gesellschaftliche Energie, die praktisch als Potenzial vorhanden ist, wo wir auch alle gleich drauf zugreifen können, aber wir es verlernt haben, darauf zuzugreifen. Mhm. Also im Grunde genommen reden wir, glaube ich, über dasselbe. Es ist nicht, hat nichts zu tun mit dem Glauben und es hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, sondern es ist das Potenzial, was wir sozusagen alle als Potenzial in uns haben, daran zu zehren. Und ich glaube, das ist uns irgendwann verloren gegangen. Das ist ja das Problem. Das geht so früh verloren, weil es nicht gewahrt wird. Also die Kinder werden abgeschoben in die Krippe, schon ganz klein, und schon ist der Bruch da. Ja. Das passiert so früh. Also bei mir, ich kann das vielleicht auch noch mal ganz kurz beschreiben, weil wir jetzt sehr viel darüber geredet haben. Bei mir ist es passiert, weil ich sehr schwer krank war und in diesem Moment sozusagen als Dreieinhalbjähriger ein Zeitfenster sozusagen zwischen Tod und also ich hatte ganz, ganz schweren Willemstumor, der eigentlich nach einem Jahr eigentlich so tödlich ist, der im Mutterleib schon entsteht. Und ich war 3,5 und ich hatte überall Metastasen. Und 1967 war es das erste Jahr, wo es Chemo gab und dann auch Bestrahlung. Und eigentlich jedes für sich wäre nach den Ärzten heute, wie sie gesagt haben, weil es gab keine Erfahrungswerte, tödlich gewesen für das Kind. Mhm. Und auch für mich. Und ich saß auf dem Arm meiner Eltern und ich habe die Todesangst meiner Eltern gespürt und ich habe die Hoffnungslosigkeit des Arztes gespürt. Dieses Bild hatte ich immer drin, das war ein Gefühlsbild. Mhm. Also man kann das nicht mit Worten beschreiben. Mhm. Ich habe ein ganz klares Bild, ich weiß genau, wie das aussah. Ich kann mich an das Krankenhaus erinnern, also in diesem Moment. Aber ich kann mich nicht an Worte erinnern, sondern nur an Gefühle. Und diese Gefühle haben mir in diesem Moment gezeigt, und das hat sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe, das war der Unterschied in meinem ganzen Leben, der mich von anderen oder von vielen anderen Kindern unterschieden hat, dass ich gespürt habe, das hat absolut nichts mit mir zu tun, was die denken. Diese Todesangst und dieses fast Erschlagene hat diese Energie ausgelöst, die ihr im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit beschrieben habt. Also ich hatte ich bin durch diese ganzen Qualen dieser Operationen und der Chemo und 5 Jahre Therapie durchgegangen. Also meine Arme waren verätzt und ich habe mich ständig übergeben und war also schwer krank eigentlich, bis ich 11 Jahre alt war. Und ich hatte trotzdem eine glückliche Kindheit. Und das ist, glaube ich, so das, wo wir auch, glaube ich, so ein bisschen drüber reden. Wenn man sowas erlebt hat, dann nimmt man praktisch die Kindheit mit, weil man hat nur eine einzige Chance. Man kann nämlich nur in der Fantasie leben. Und die Fantasie ist sozusagen das, was mich überleben lassen hat. Also die permanente aus dem Körper rausgehen, in dem Positiven zu überleben. Das war die einzige Chance, die ich hatte. Und ich glaube, das hat mir dann so das Überleben ermöglicht. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das höre, von daher redet ihr mir da aus dem Herzen, wenn ich das einfach wieder dann auf meine Ebene runterbringen darf. Genau. Mhm. Ja, wenn ich jetzt euch noch bitten dürfte, einmal vielleicht beide die Augen zuzumachen und ihr wacht in einem Jahr auf. Wie hat sich die Welt verändert und was sind eure Träume und was ist das Positive und vielleicht auch das Negative, was ihr seht? Also ich träume davon, aus meinem Kontext natürlich, dass alle Kinder eine Mutter haben, die für sie da ist, auch einen Vater, der für sie da ist, dass einfach alles mit Leichtigkeit geht. Dass die Kämpfe aufhören, die Erziehungskämpfe, es ist kein Kampf, dass endlich Beziehung stattfinden kann. Und davon träume ich. Und ich habe auch von vielen Eltern gehört, die erzählt haben, gerade während der Corona-Krise, dadurch, dass sie zu Hause bleiben mussten, dass sie nicht arbeiten gehen konnten, sind sie ihrem Kind wieder viel näher gekommen. Und so hoffe ich ganz fest,
dass aus der Krise was Wundervolles auch entstehen kann. Sehr schön. Also, ja, Bruno, magst du noch kurz was ja, sagen? Ja, ob es in einem Jahr geschieht, ist eine andere Frage. Aber ich habe auch Träume. Ja, und das sind dann auch sehr praktische. Also wir haben jetzt die Frauenrechte, versuchen wir einzulösen. Dann, ich dachte immer, im Windschatten kommen dann die Kinderrechte und dann vielleicht die Tierrechte, dass das eigentlich sukzessive eigentlich entfaltet wird. Und das ist eigentlich so mein Traum, den ich da vor mir sehe. Und so eigentlich so in eine glückliche Welt hinein uns entfalten dürfen. Sehr schön.